Mehr als 2 Millionen Jugendliche suchen täglich nach Chats, Dates und Sex. Und zwar nicht in der realen Welt, sondern auf Dating-Apps wie Tinder, Lovo, Grindr und Co. Im letzten Teil der Flash-Reihe wollen wir von unseren Usern wissen, was sie per Dating-App suchen, welche Motivation dahinter steckt und welche Erfahrungen sie mit Apps gemacht haben. Klick, wisch und weg, das Paarungsverhalten der Generation Facebook. Hinter der Motivation der 20-Jährigen steckt vor allem eines: Neugierde. Ich will neue Leute kennenlernen, aber auch eventuell meinen Traum kennenlernen. Ich denke vor allem Dates oder einfach nur Zeitvertreib. Ich suche nette Bekanntschaften, Freunde, Dates. Und ich finde, es ist okay, wenn man einfach offen ist für alles, was Spaß macht. Neben Beschäftigung sucht allerdings ein Großteil der User auch Bestätigung. Ich muss sagen, es ist auch ein Ego-Pusher für mich. Also wenn ich jetzt Matches habe oder halt sehe, dass Männer mich anklicken oder halt mir Nachrichten schreiben, finde ich das schon als positiv. Für Experten ist einerseits die Kurzlebigkeit der Generation Facebook und andererseits der Drang nach Selbstinszenierung die logische Schlussfolgerung des Booms von Mobile Dating. Aber auch die Handhabung und der Umgang sind simpel und somit attraktiv. Die App ist sehr unkompliziert und einfach und die Leute gehen sehr direkt miteinander dort um. Also sie kommen schnell auf den Punkt, was sie suchen. Und gehen einfach anders mit sich um als im wahren Leben. Den Usern ist allerdings bewusst, dass Mobile Dating auch Ausdruck reinster Oberflächlichkeit ist. Dadurch, dass du eben nur ein paar 5 Bilder von den Menschen siehst, ist es sehr schwer irgendwie zu sagen, ob man diese Person näher kennenlernen möchte oder nicht. Trotzdem ist das Überleben am digitalen Fleischmarkt schwer. Ob man gefällt oder nicht, wird innerhalb kürzester Zeit entschieden. Also ein Bild reicht schon, um das Interesse zu wecken. Einige User sehen im Dating per Smartphone oder Tablet sogar die Förderung der Beziehungsunfähigkeit. Durch Tinder wird man schon verleitet, dass man immer etwas Besseres finden möchte. Ich glaube schon, dass man nie zufrieden ist mit der Beziehung, die man führt. Für die Generation Facebook ist Mobile Dating bereits Alltag. Es ist Ausdruck eines eigenen Lebensgefühls und nicht mehr wegzudenken. Die neue Art des Datings wurde somit salonfähig. Ich gehe da eigentlich ganz offen damit um. Meine Freunde haben überhaupt kein Problem damit. Viele nutzen die App selber und berichten auch über eigene Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Ich finde, es ist eine sehr moderne und nette Art, Leute kennenzulernen. Und da viele Freunde es machen, hat man auch das Gefühl, man muss irgendwie dabei sein. Aus einem polarisierenden Trend wurde Alltag. Soziologen sehen darin keinesfalls einen Rückschritt, sondern vielmehr eine normale Entwicklung der Gesellschaft. Be- und verurteilt wurde immer schon. Heute gibt es dafür einfach einen anderen Kanal, durch den es aktiv ausgelebt werden kann.